Die Wirtschafts- und Währungsunion wurde von vielen als logische Folge der wirtschaftlichen Integration, als Bekräftigung und Krönung des Integrationsprojektes überhaupt gesehen. Die Wirtschafts- und Währungsunion ist nach dem Vertrag von Lissabon eines der erklärten Ziele der Union. Und insoweit ist es natürlich dann auch zutreffend, wenn, wie von Frau Merkel gesagt, in einer Bedrohung der WWU faktisch und in der Symbolwirkung auch eine Gefährdung des Integrationsprojektes insgesamt gesehen wird. Die Konstruktion dieser WWU wies aber von Anfang an ein bedeutendes Defizit auf. Während nämlich die Verantwortung für die Währungspolitik als ausschließliche Zuständigkeit der Union verankert wurde und eben der Europäischen Zentralbank und dem System der Zentralbanken übertragen wurde, verblieb die Wirtschaftspolitik einschließlich der Haushalts-, also der Budgetpolitik, in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Hier kommen der Union im Prinzip nur koordinierende Funktionen und die Befugnis zur Erteilung von Empfehlungen zu. Zwar wurde versucht, durch gewisse Überwachungsverfahren dieses System etwas zuzuspitzen, auch der berühmte Stabilitäts- und Wachstumspakt hat dazu beigetragen, aber es ändert nichts daran, dass dieses System instabil ist, sobald es zu einer Bedrohung von außen, wie eben durch die Wirtschaftskrise aus den USA, die Finanzkrise, oder durch systeminterne Schwierigkeiten, also die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten, in Bedrängnis gerät. Seit dem Ausbruch der Krise ist eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden. Man kennt vielleicht die Schlagworte Sixpack, Twopack oder Fiskalpakt. Dabei handelt es sich, wie gesagt, nur um Versuche, das bestehende schwache System etwas zu stärken und vor allem für die Euro-Staaten gewisse Sanktionsmöglichkeiten vorzusehen. Die zugrunde liegende Kompetenzverteilung wird dadurch aber nicht in Frage gestellt. Sie wird zwar von den Mitgliedstaaten gelegentlich beklagt, aber kein Mitgliedstaat hat auch nur ansatzweise angedeutet, dass er bereit wäre, diese Zuständigkeit der Union zu übertragen. Heute sind die Bruchlinien deutlich zutage getreten zwischen den Mitgliedstaaten in der Eurozone und den anderen Mitgliedstaaten der Union, jenen, die den Euro noch nicht eingeführt haben und jenen, die ihn überhaupt nicht einzuführen gedenken. Das hat auch dazu geführt, dass manche Regelungen sogar außerhalb der Union auf dem Wege völkerrechtlicher Verträge geregelt werden mussten. Die dramatischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Griechenland und die Option eines sogenannten Grexit haben deutlich gezeigt, dass das System auf eine solche Bedrohung absolut nicht vorbereitet war und daher auch erst mit dem Anlassfall nach möglichen Lösungen suchen muss. In Wahrheit kann wohl niemand ernsthaft behaupten, die einzig richtige Lösung zu kennen. Auch ist zu bedenken, dass sowohl der rechtliche Rahmen der Union, der ohne dies schon über Gebühr strapaziert wurde, um die bisherigen Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen. Zum Beispiel ist ein expliziter Schuldenschnitt nach den Verträgen tatsächlich nicht zugelassen. Als auch nationale rechtliche und politische Vorgaben in einzelnen Mitgliedstaaten, Deutschland und auch anderen, den Verhandlungsspielraum effektiv einschränken. Auch zeigt sich, dass das, was vielleicht vor 3 oder 4 Jahren sinnvoll und notwendig schien, heute möglicherweise nicht oder nicht mehr in dieser Form zutrifft. Meines Erachtens gibt es daher für die künftige Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion im Wesentlichen 3 Optionen. Erstens, es wird mit allen Mitteln und praktisch mit nicht begrenzbarem finanziellen Aufwand und Risiko versucht, die Wirtschafts- und Währungsunion integral zu erhalten. Zweitens, es wird eine Reduktion der Eurozone auf die einigermaßen gesunden Kernländer ins Auge gefasst. Mitgliedstaaten, die die Kriterien nicht zu erfüllen vermögen, scheiden dauerhaft oder befristet aus dem Euroraum aus, um ihnen einen größeren Spielraum in der Gestaltung ihrer nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik zu geben. Die ökonomischen wie die politischen Folgen einer solchen Variante sind allerdings kaum abzuschätzen. Auch würde sich nominell an der tatsächlichen Euroverschuldung dieser Länder dadurch nichts ändern. Drittens, durch eine Reform der Verträge könnte entweder auch die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik der Union übertragen werden
und ihr damit eine kohärente Strafe- und sanktionsbewährte Politik ermöglicht werden, die auch die Währungsunion unterstützt, oder das Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion könnte aufgegeben und die Geld- und Währungspolitik renationalisiert werden. Beide Optionen sind aus verschiedensten Gründen nicht realistisch und zumindest letztere ist auch nicht wünschenswert. Wir haben die größte Finanz-, Wirtschaft-, Banken-, Staatsschulden- und damit auch Sozialkrise seit mehr als 100 Jahren. Die Weltkriege weg. Wir hatten mehrere Staaten der Europäischen Union, die bankrott waren. Und teilweise Griechenland noch ist. Wenn man bankrott ist, wenn man kein Kapital am Finanzmarkt erhält, dann kann man seine Gemeinwohlaufgaben nicht wahrnehmen. Daher braucht man Hilfe. Denn wenn man die Gemeinwohlaufgaben nicht wahrnehmen kann, wenn man am Kapitalmarkt kein Geld bekommen kann, wenn man keine Rechnung bezahlen kann, keine Gehälter ausbezahlen kann, kann man auch nicht investieren, kann auch nicht Wachstum und Beschäftigung schaffen. Europa ist derzeit die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Aber angesichts der Globalisierung wird unser Weltwirtschaftsvolumen, unser Anteil von circa einem Viertel derzeit auf 10% sinken. Unsere Bevölkerungsanzahl heißt derzeit 7% der Weltbevölkerung. Das wird auf weit unter 4%, eher Richtung 3 sinken. Und die Fragen, die man nicht alleine lösen kann, sondern nur miteinander lösen kann, vom Klimaschutz, Umweltschutz, Sicherheitsfragen, Migrationsfragen, werden mehr. Und da ist für mich die Europäische Union eine Antwort darauf. Weil kein Mitgliedstaat alleine die Fragen lösen kann, ist die Zusammenarbeit eine Frage der Vernunft. Ja, wir müssen die Zusammenarbeit intensivieren. Wir müssen die Zusammenarbeit vertiefen. Wir haben eine gemeinsame Währung. Und normalerweise braucht eine gemeinsame Währung auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, eine gemeinsame vor allem Budgetpolitik, eine gemeinsame Steuerpolitik, eine gemeinsame Sozialpolitik. Disziplin, gemeinsamen Rahmen. Wir bekommen das von den Mitgliedstaaten nicht im ausreichenden Ausmaß mit der Einführung der Währung erhalten, gemeinschaftsrechtlich. Mussten aber als Europa handeln. Und daher haben wir intergouvernemental gehandelt, zwischenstaatlich, sind daher auch erpressbar durch die Mitgliedstaaten in der europäischen Solidarität. Und wir müssen alles daran setzen, dass die Europäische Union sich gemeinschaftsrechtlich, demokratiepolitisch, von der demokratischen Legitimierung und Kontrolle von den Instrumenten weiterentwickelt. Hier ist, leider ist die Menschheit so, durch die Krise mehr möglich gewesen als vor der Krise. Aber noch nicht genug. Aber wir haben immerhin im letzten Jahr in allen Mitgliedstaaten ein positives Budget, allen Krisenstaaten de facto Wachstum gehabt. Wir haben in allen Krisenstaaten die Arbeitslosigkeit reduzieren können, aber wir sind noch lange nicht heraus. Europa hat heute nur mehr 7% der Weltbevölkerung, aber noch 25% der Weltwirtschaftsleistung, aber über 50% der Weltsozial- und Umweltleistungen. Wenn wir diese Standards erhalten wollen, dann muss dieses Europa zusammenrücken und nicht auseinanderdividiert werden. Im Jahr 2030 wird Europa unter den besten dreien der Welt sein, wirtschaftlich gesehen. Aber im Jahr 2030 wird kein einziges Land mehr unter den Top 10 der Wirtschaftsrangliste stehen. Und das ist immer ganz gut, wenn ich wohin komme. Österreich ist ja jetzt im internationalen Bereich nicht so wahnsinnig aufregend und interessant. Und wenn ich sage, bitte sehr, wir sind Mitglied der Europäischen Union, ein Markt von 500 Millionen Menschen und der größte Wirtschaftspartner von Amerika, von China, von Indien, von Brasilien, ja, dann gehen die Augen auf und dann
hat man auf einmal ein anderes Gewicht und eine andere Position. Und damit gelingt es auch Europa sozusagen, Ziele, Werthaltungen, Vorstellungen besser umzusetzen, als wie wenn wir zersplittert auftreten würde und einer das Gegenteil vom anderen sagt.